Hi, ich bin Alicia Joe. Und das ist Lit. Wir sind heute auf dem Allref Campus. Und das ist unter anderem der Arbeitsort von Anna-Marie. Hallo! Hallo! Was ist dein Beruf? Ich bin Praktikantin bei Innotogrid. Ist ein Joint Venture von Schneider Electric. Kümmert sich um Digitalisierung, Mobilität, Badeinfrastruktur. Was ist dein Lieblingsfilm? 2012. Weil es ein Katastrophenfilm ist. Und was ist dein Lieblingsobst? Apfel. Danke. Dein Favorite Song? Hosier, Take Me to Church. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier. Wir haben auch eine Challenge bekommen. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Alles klar. Die Bundesregierung hat das Klimaschutzgesetz geändert und hat Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 verankert. Nicht schlecht, aber immerhin noch mehr als 20 Jahre. Am Euref Campus in Berlin haben wir das schon innerhalb von 6 Jahren geschafft. Und damit kommen wir auch schon zu eurer Challenge. Findet heraus, wie wir innerhalb von 6 Jahren als Gesellschaft Treibhausgasneutralität erreichen können. 3 Ds, das als Tipp, spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung. Am Euref Campus findet ihr für jeden dieser 3 Bereiche einen Experten. Ihr habt 60 Minuten Zeit für die Challenge. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und viele Erkenntnisse. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt theoretisch auf meinem Haus eine Solaranlage habe, trage ich dann zur Dezentralisierung bei? Mhm. Genau, weil wir dann, wie so Schwarmintelligenz oder wie die Ameisen zusammenarbeiten, wir alle einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir genug Strom haben. Ich wohne jetzt ja in einer Wohnung, also in einer WG, und ich habe jetzt keine eigene Solaranlage auf dem Dach. Wie kann ich denn jetzt zur Dezentralisierung beitragen? Da können wir nur immer als Mieter auch versuchen, den Eigentümer und Vermieter zu fragen, hey, wie tragt ihr denn zur Dezentralisierung bei? Du kannst dafür sorgen, dass du einen grünen Stromvertrag hast. Und was kann man vielleicht noch unterwegs machen? Zum Beispiel kannst du ein Carsharing-Fahrzeug nehmen, das elektrisch angetrieben ist. Und Thema Energie ist ja auch bei Ernährung eine Sache. Hat das auch was mit Dezentralisierung zu tun? Da sind wir bei einem anderen D, bei der Dekarbonisierung. Und da kannst du vielleicht meine Kollegin fragen. Wir sind gerade in der Simo-Base. Ja, dann danke auf jeden Fall für deine Tipps. Hat uns sehr gefreut. Ciao. Sollen wir das Golfkart nehmen? Ja. Oh Gott, da lang, ne? Ja. Hi. Was kann man jetzt als Privatperson machen? Also wenn ich jetzt daran denke, zum Beispiel Fleisch essen, kann man da was einsparen? Natürlich fragt man nicht, dass jeder vegetarisch wird. Leute mögen Fleisch, das ist kein Problem. Aber ich glaube, reduzieren, wenn du wirklich guckst, okay, ich esse einmal pro Woche einen richtigen coolen Burger, aber ich weiß, woher das kommt, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich bin ehrlich, ich shoppe gerne. Wie kann ich da CO2 einsparen? Secondhand Kleidungen einkaufen oder mit Freundinnen tauschen, ja, oder nachhaltige Marken benutzen. Wie ist es bei mir zu Hause? Es gibt ein paar Dinge, die man machen kann, zum Beispiel die Badewanne nicht voll machen, Wasser sparen, sowas. Wenn ich jetzt zur Arbeit fahre oder unterwegs bin, wie kann ich da CO2 einsparen? Mehr Fahrräder oder E-Mobility, mehr Bus oder Bahn benutzen. Die öffentlichen Verkehrsmittel, ja. Ja. Ziel ist nicht zu sagen, lass uns aufhören zu reisen. Es ist wirklich zu sagen, okay, lass uns gucken, was am wenigsten verbraucht. Also bewusster
unterwegs sein. Ja. Wir brauchen ja noch was zum Thema Digitalisierung. Genau, das Dritte. Ich glaube, Alex drüben über die Straße einfach durch, der kann auf jeden Fall helfen. Dann danke euch. Viel Spaß. Okay, bis bald. Tschüss. Hi. Jetzt habe ich hier gerade beim Reinlaufen schon das Stichwort Smart Home gesehen. Ist sowas eine digitale Lösung, eben um Klimaneutralität zu schaffen? Auf jeden Fall. Das Smart Home ermöglicht einem, sein eigenes Haus zu steuern. Heißt zum Beispiel die Heizung. Da kann man dann ein intelligentes Thermostat dran anbringen. Wenn man zu Hause ist, hat man dann seine angenehme Temperatur. Wenn man dann das Haus verlässt, auf der Arbeit ist, dann regelt die Heizung zum Beispiel runter. Und so kann halt Energie gespart werden. Wenn ich jetzt so auch ans Thema Mobilität denke, da hat man ja auch schon mal für verschiedene Sharing-Anbieter eine App und kann damit zum Beispiel E-Tretroller oder E-Bikes entsperren. Zählt das auch auf die Digitalisierung ein? Auf jeden Fall. Du hast sie gerade schon gesagt, du hast die Apps im Prinzip wieder. Das heißt auch hier wieder der Fokus auf den Menschen, die im Prinzip hier jetzt Alternativen angeboten bekommen zu ihrer normalen Art der Mobilität. Und so schafft man gerade auf der letzten Meile nochmal Alternativen. Hat das auch was mit künstlicher Intelligenz zu tun? Auf jeden Fall. Das sind riesige Datenmengen am Ende des Tages. Und in diesen Daten stecken Muster. Diese Muster müssen erkannt werden. Das kann die künstliche Intelligenz und dann entsprechend auch handeln. Und das ist dann diese Steuerung, von der wir sprechen, die genau dann diese Effizienzen und Regeln halt auch nutzen kann. Also eigentlich Effizienz durch Intelligenz. Genau so. Und ich glaube, mit diesem Wissen können wir jetzt versuchen, die Challenge zu beenden. Vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank. Gerne und viel Erfolg euch beiden noch. Danke. Ciao. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass doch mal schnell sammeln. Ja, alle drei Ds. Dekarbonisierung. Genau, da hatten wir vor allem den bewussten Konsum, gerade in Bezug auf Ernährung und Einzelsachen. Und Ernährung, weniger reisen oder mit anderen Verkehrsmitteln und beim Wohnen. Energieeffiziente Haushaltsgeräte zum Beispiel zu nutzen. Dann Dezentralisierung, da hatten wir vor allem, dass man versucht, einen grünen Stromvertrag abzuschließen oder sonst auch den Vermieter fragt, was es für Möglichkeiten gibt, über Solaranlage. Genau, Solaranlage. Auch Carsharing war so ein Punkt, ne? Genau. Ja, Carsharing. Ich glaube auch gerade so Verkehrsmittel waren auch Thema nochmal bei Digitalisierung. Haben wir auch nochmal drauf. Ja, dass man da über eine App gesteuert, dass man das da nutzt, genau. Oder eben auch keine Verkehrsmittel nutzt, wenn man über Zoom zum Beispiel sich trifft. Smart Home hatten wir noch. Richtig. Hoffentlich ist auch alles richtig. Okay, ich glaube, wir haben alles. Ja. Wir können es wegschicken. Okay, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Ja, okay. Auf den Timer. Oh sehr Gott. Gut. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ja. Eure Ergebnisse angeschaut. Ihr habt ganz viel gefunden. Es gibt noch ganz viele weitere Punkte. In jedem Fall habt ihr die Challenge bestanden. Es ist absolut möglich, vor 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Lasst uns anpacken. Ja, krass, dass wir wieder hier sind. Hier hat alles angefangen. Verrückt, was wir in den letzten 60 Minuten alles erlebt haben. Allerdings. Die 3Ds, vielleicht könnt ihr von denen zu Hause ja auch welche anwenden oder habt Inspiration bekommen, ja, wie ihr ein bisschen sparen könnt. Danke, dass du mich hier rumgeführt hast. Ja, kein Problem. Ich darf ja jeden Tag hier noch weiter an Lösungen arbeiten und ich bedanke mich bei dir. Ja, cool. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Dankeschön. Ciao, ciao. Cool, dass auch ihr dabei wart und bis bald.